sondern am meisten zu leben. Das heißt, soll man dann am liebsten gar nichts mehr wollen, gar nichts mehr hoffen, gar nichts mehr unternehmen, weil doch alles vergeblich ist. Auch der Mensch des Absurden macht Projekte und verfolgt Ziele, erlebt sein Leben, aber er glaubt nicht mehr vollständig an deren Sinnhaftigkeit und er macht vor allem daraus keine Metaphysik. Er klammert sich nicht an irgendwelche ewigen Hoffnungen. Der Mensch des Absurden ist ganz und gar diesseitig. Er ist ein Eroberer, ein Krieger, der auf all die Verheißungen der Ewigkeit verzichtet hat und sich voll und ganz in die menschliche Geschichte einbringt, in die menschliche Entwicklung. Er zieht das Handeln der Passivität vor und ihm ist bewusst, dass nichts von Dauer sein kann und auch sein Sieg ist niemals endgültig. Deswegen wählt Camus auch die mythologische Figur des Sisyphos zur Veranschaulichung seiner Philosophie. Sisyphos